Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen der Deutschen Forschungsgemeinschaft darf ich Sie ganz herzlich hier an Bord der MS Wissenschaft begrüßen. Wir sind heute mit unserer Exkursveranstaltungsreihe zu Gast bei Dialog an Deck und freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich an diesem Spätsommerabend hier erschienen sind. Heute möchten wir mit Ihnen und mit unseren Gästen auf dem Podium über Meinungsbildung im digitalen Raum, im Internet, in den Social Media sprechen. Durch den Abend führt, und darüber freuen wir uns sehr, der Journalist, Redakteur und Moderator Tobias Altehänger, dessen Stimme Ihnen sicher bekannt vorkommt. Er moderiert nämlich vornehmlich im Hörfunk für WDR 2, den Deutschlandfunk, sowie den Podcast Frühdenker der FAZ. Und bevor ich nun übergebe, möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie auf unser Veranstaltungsprogramm hinzuweisen. Wenn Sie Informationen zu kommenden Veranstaltungen per Mail erhalten möchten, können Sie sich gerne dort hinten am Infotisch für unseren Newsletter anmelden und wir senden Ihnen dann zeitnah kurze Veranstaltungshinweise zu. In diesem Newsletter machen wir zum Beispiel auch auf die interaktive Talkreihe Enter Science aufmerksam. Die nächste Veranstaltung findet am 29.10. in der Bundeskunsthalle statt und widmet sich dem Thema künstliche Intelligenz. Also herzliche Einladung, bei Interesse vorbeizuschauen und mit den ExpertInnen vor Ort direkt ins Gespräch zu kommen. Ja, und damit übergebe ich an Tobias Altehänger und wünsche uns allen eine interessante und erkenntnisreiche Veranstaltung. Ja, herzlichen Dank, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir hatten eigentlich vor, uns so sehr entspannt in die erste und zweite Reihe zu setzen und dann so nach und nach nach oben zu kommen. Aber da haben wir gemerkt, dass wir Ihnen ja die Plätze wegnehmen, deswegen sitzen wir ja schon so ein bisschen halb auf der Bühne. Sehr schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf die kommenden knapp 90 Minuten, in denen wir hoffentlich auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir haben hier ja eine Podiumsdiskussion, wo wir natürlich auf dem Podium Dinge miteinander besprechen wollen, aber wir wollen natürlich auch, sofern Sie mögen, mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ja, Kerstin Ortmann hat es gesagt, ich arbeite für den Westdeutschen Rundfunk und für den Deutschlandfunk und habe gemerkt, ich muss meinen Lebenslauf mal austauschen, denn die FAZ wurde ersetzt durch WDR 5. Das heißt, es ist ein bisschen mehr WDR, es ist ein bisschen weniger FAZ, aber der Rest ist völlig richtig. Und das heißt, ich beschäftige mich natürlich auch in meinem Job mit den Themen, die wir heute miteinander besprechen, nämlich mit den Themen Desinformationen, Algorithmen und Bots. Inwiefern? Dazu würde ich Ihnen gleich noch eine kurze Einführung geben, bevor wir dann wirklich aufs Podium gehen. Das ist immer das Problem, wenn man mit einem Handmikrofon umblättern will. Naja, wir wollen heute Abend natürlich nicht nur Angst machen, so nach dem Motto schlimm Desinformation, schlimm Algorithmen, sondern wir wollen natürlich auch gucken, was haben wir eigentlich von dieser Informationsfreiheit. Denn die MS-Wissenschaft ist ja in diesem Jahr unter dem Motto der Freiheit unterwegs und Informationsfreiheit ist natürlich auch was Tolles, gerade wenn man Möglichkeiten hat, diese Freiheit gut für sich zu nutzen. Vielleicht haben Sie es auch zuletzt nochmal erlebt, dass Sie durch die Informationsfreiheit zum Beispiel im Internet sehr viel schneller an Informationen kommen als in sogenannten alteingesessenen Medien, zum Beispiel als es das Attentat auf Donald Trump gab. Weiß ich noch, da kam die Eilmeldung, glaube ich, irgendwann um Mitternacht, aber es gab noch keine Live-Sendung, es gab noch keine Möglichkeit, Informationsbedürfnisse innerhalb der linearen Medien zu stillen. Was es aber gab, war natürlich auf Twitter sehr viel Bildmaterial und auch schon erste Informationen. Das heißt, wir wollen das natürlich nicht nur verdammen, sondern auch gucken, was sind denn eigentlich die Chancen. Und dass wir uns damit beschäftigen, das hat natürlich auch einen Hintergrund. Ich habe mal eine Statistik mitgebracht, 35% der 18- bis 24-Jährigen sagen, sie beziehen ihre Infos hauptsächlich über die sozialen Medien. Und für 15% von diesen 35 ist das sogar die einzige Nachrichtenquelle. Das heißt, da kommt wirklich jede Information, die diese Leute aufnehmen, aus sozialen Medien. Deswegen ist es sinnvoll, sich damit auch ein bisschen auseinanderzusetzen und wie gesagt natürlich auch zu gucken, wo die Chancen da liegen. Welchen Informationen können wir glauben? Das ist natürlich eine sehr große Frage, die wir uns heute anschauen werden. Das ist auch eine sehr große Frage, die Menschen wie mich, die als Journalisten arbeiten, im redaktionellen Alltag beschäftigt. Wenn ich in der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion sitze und wir vor unseren Agenturen sitzen und gucken, was aus den Agenturen schafft es denn als Hörfunknachricht ins Programm, da gucken wir natürlich auch sehr genau hin, wer ist denn die Quelle? Ist das glaubwürdig? Wenn es über eine Agentur kommt, normalerweise ja. Trotzdem arbeiten wir da nach einem Zwei-Quellen-Prinzip. Also wir sagen, wir melden das erst,
wenn wir eine zweite Quelle haben, die die erste Quelle bestätigt. Das ist mal so die Grundmaßgabe. Ja? Wenn jetzt was von der Deutschen Presseagentur kommt, dann sagen wir, okay, normalerweise stimmt das schon, was die schreiben. Aber wenn jetzt zum Beispiel was von einer Agentur, die AFP heißt, kommt, dann sagen wir, naja, da hat auch schon mal das ein oder andere nicht so im letzten Detail gestimmt. Da würden wir dann vielleicht doch nochmal warten, bis dann eine zweite Agentur das bestätigt. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns natürlich auch mit der Frage, wie beeinflussen Algorithmen unsere persönliche Wahrnehmung. Das heißt, wenn wir in eine Redaktionskonferenz gehen und ich nehme zum Anlass für ein Thema zu werben, das, was mir persönlich auf Social Media angezeigt wird, wir müssen natürlich überlegen, was sind das für Algorithmen, die mich da reinbringen, die mich vielleicht auch in diese Blase reinbringen und interessiert das überhaupt unsere Zielgruppe? Und natürlich ein letzter Punkt, wenn wir sagen, wir haben natürlich auch im öffentlich-rechtlichen Journalismus immer mal wieder mit Shitstorms zu tun, welche Rolle spielen da Bots? Ja, und wie sehr muss man sowas berücksichtigen? Das heißt, das sind alles Themen, die uns natürlich im Alltag auch betreffen. Wie Desinformation funktioniert und wie wir Möglichkeiten entwickeln, Informationsfreiheit beizubehalten und trotzdem zu beurteilen, was echt ist und was nicht, das wollen wir uns heute anschauen. Und ich habe Ihnen zum Einstieg mal ein paar Beispiele mitgebracht, die aus dem Bereich Desinformation kommen. Das haben Sie vielleicht mitbekommen, das war vor einigen Wochen ein großes Thema dann auch in den Zeitungen, weil es plötzlich so war, dass das Auswärtige Amt Stellung nehmen sollte, so nach dem Motto, was ist denn da mit Annalena Baerbock und ihrem Callboy? Und die gesagt haben, wie? Ne? Es wusste keiner von irgendwas und okay, es gibt offenbar Seiten wie diese, die so ein bisschen den seriösen Anstrich hat, abgesehen davon, dass natürlich das Zeitgeschehen heißen müsste und nicht Zeitgeschehenen, die aber plötzlich immer solche Artikel oder zumindest Vorschauen von Artikeln auf seriöse Internetseiten als Werbung schalten. Und da kam dann irgendwie raus, okay, ist offenbar von russischen Hintermännern gesteuert. Ja, war natürlich völliger Blödsinn. Nächstes Beispiel, das ist schon ein bisschen eine andere Nummer. Das ist von Fox News. Und da wird Kamala Harris ein Zitat in den Mund gelegt, wo sie sagt, Ukraine is a country in Europe. It exists next to another country called Russia. Russia is a bigger country. Russia is a powerful country. Russia decided to invade a smaller country called Ukraine. So basically that's wrong. Und basically ist das natürlich sehr, sehr einfaches Englisch und man denkt sich, hä? Das soll die gesagt haben? Wer von Ihnen glaubt denn, dass sie das so gesagt hat? Einmal Handzeichen. Wer glaubt, sie hat das so gesagt? Keiner. Wer glaubt, sie hat es nicht so gesagt? Wer hatte keine Lust, die Hand zu heben? Ja, okay, gut. wir hören mal rein, weil das ist tatsächlich aus einem Radiointerview. So, Ukraine is a country in Europe. It exists next to another country called Russia. Russia is a bigger country. Russia is a powerful country. Russia decided to invade a smaller country called Ukraine. So, basically, that's wrong. Okay, und plötzlich gucken wir ein bisschen überrascht aus der Wäsche. Sie hat es tatsächlich so gesagt. Jetzt kommt aber das Aber, mit dem Sie wahrscheinlich schon rechnen. Es gab eine Frage, es gab einen Kontext. Und diesen Kontext können wir uns mal anhören. If you're watching any level of news, even social media, you're seeing everything that's going on right now in the Ukraine. Break it down in layman's terms for people who don't understand what's going on and how can this directly affect the people of the United States. Okay, reicht eigentlich bis dahin. Der Moderator sagt, brechen Sie es mal runter, erklären Sie es mal in Laiensprache für die Menschen, die überhaupt nicht wissen, was da vorgeht. So, das hat Kamala Harris gemacht. Fox News hat die Frage praktischerweise weggelassen. Schon steht sie da wie eine Idiotin. Auch so funktioniert natürlich Desinformation. Und was das für ernsthaftere Folgen haben kann, ich meine, das ist schon ein relativ ernstes Beispiel, wenn dann auch irgendwie Videomanipulation ins Spiel kommt. Auch da habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, das können wir noch mal kurz anspielen. Das haben Sie wahrscheinlich gesehen. Das manipulierte sogenannte Deepfake-Video von Volodymyr Zelensky, wo er quasi erklärt, die Ukraine kapituliert. Gab es natürlich nie. Ja? Und diese Beispiele geben vielleicht schon mal einen Eindruck davon, worüber wir heute reden möchten. Ich freue mich sehr auf die Diskussion jetzt mit den folgenden Gästen, die jetzt auch von ihrem Sitzplatz auf den nächsten Sitzplatz umgetopft werden können. Dr. Simon Kruschinski ist da, Johannes Gutenberg, Universität Mainz, hat schon geforscht zum Thema Einfluss von Social Bots und Fake News auf die Bundestagswahl 2017, hat promoviert über das Thema Einsatz und Wirkung von politischen Microtargeting in europäischen Wahlkämpfen und leitet das Projekt politisches Online-Microtargeting im Kontext der Europawahl 2024. Herzlich willkommen.
André Wesse ist da, Medienpädagoge und Projektleiter des Digitalcheck NRW, kümmert sich um Desinformation, Cybersicherheit und KI. Digitalcheck, ein Projekt für alle Menschen in NRW, die wissen wollen, wo sie digital stehen und die sich weiterentwickeln möchten in Sachen Medienkompetenz, vor allem mit einem Online-Angebot. Herzlich willkommen. Und später in der Sendung. David Krützkamp ist da von der Fachstelle Medienpädagogik des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Bonn. Die Fachstelle bietet von Unterstützungsangeboten und Workshops für Eltern und pädagogische Fachkräfte an, um die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Auch das ist natürlich ein wichtiges Thema, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie erkennen wir eigentlich Desinformation? Später mit dabei. Herzlich willkommen. Wenn wir mal anfangen, wir hatten uns eigentlich gesiezt, sind jetzt aber im Vorgespräch schon ins Du übergegangen, deswegen werden wir wahrscheinlich so einen wilden Mischmasch machen. Aber André, wenn wir anfangen, würdest du sagen, die Beispiele, die ich mitgebracht habe, waren das erstmal treffende Beispiele oder habe ich nur das mitgebracht, was ich für Desinformation halte? Nö, das war schon treffend. Also bei Desinformation geht es ja per Definition darum, dass falsche Informationen mit der Absicht verbreitet werden, Schaden anzurichten. Und das war erkennbar bei allen dreien ja der Fall. Ich hätte vielleicht beim zweiten noch was ergänzt. Da gab es nämlich noch eine relativ perfide Note. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du das zeigen wirst. Da habe ich auch nochmal nachgeguckt. Und ich fand da besonders bemerkenswert, dass die russischen Hintermänner, wie du sie genannt hast, da auch in dem Herkunftsland des vermeintlichen Callboys von Annalena Baerbock noch agitiert haben und dort sogar eine Nachrichtensendung oder was in der Art, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, initiiert haben, wo er tatsächlich vorgesprochen hat und das auch so erzählt hat. Und sie haben sich dann auf diese Nachrichtensendung aus Nigeria oder so beziehen können. Das heißt, das ist dann nochmal was anderes als einfach eine Meldung in die Welt hinaus posaunt, sondern man hat sich auf was anderes, eine Quelle beziehen können und dadurch der eigenen Desinformation nochmal einen ganz anderen Anstrich verliehen. Wann seid ihr denn zum letzten Mal auf einen Fake reingefallen, auf Desinformation? Ich gebe euch einen Moment zu überlegen und sage, was es bei mir war. Bei mir war es, als ich dieses Bildmaterial gesehen habe von Joe Biden, wie er sich versucht hat, auf diesen Stuhl zu setzen, der angeblich nicht da war. Und dann hat man aus einem anderen Winkel gesehen, dass der Stuhl sehr wohl da war. Das war, glaube ich, bei D-Day-Feierlichkeiten. Genau, ist auch wieder um die Welt gegangen. Gibt es sowas bei euch auch, dass ihr denkt, ah Mist, jetzt kenne ich mich eigentlich so gut damit aus, aber jetzt passiert es mir doch. Ja, bei mir ist es ziemlich schwierig, tatsächlich mich irgendwie reinzulegen. Aber tatsächlich eine sehr simple Methode, die wahrscheinlich auch schon jeder und jede mal mitbekommen hat. Man kriegt per E-Mail von der Deutschen Post was zugeschickt, dass man entsprechend ein Paket empfängt. Und warum auch immer kann dieses Paket nicht ausgeliefert werden. Und man soll bitte die Adresse da eingeben per Klick. Und da bin ich kurz davor gewesen, tatsächlich drauf zu klicken. Aber da hilft ein schneller Blick oben in die Adressleiste und man sieht eigentlich, dass es halt entsprechend nicht von der Deutschen Post kommt, sondern von, weiß ich nicht, deutsch12345670@deutsch.de oder sowas. Also das wäre ein Beispiel gewesen, wo mir jetzt eben einfällt, okay, fast hätten die mich gehabt. André? Ja, ich habe jetzt sogar zwei im Kopf. Eins, eine ähnliche Situation und ich habe den Blick in die Adressleiste nicht gemacht und dachte, ich logge mich da bei meinem Microsoft-Account ein. Und habe die Login-Daten eingegeben und dann auf einmal gemerkt, oh, shit, das war die falsche Seite. Das ist mir tatsächlich mal passiert. Zum anderen ist mir es tatsächlich auch während der Corona-Zeit mal passiert, dass ich einen Artikel online gelesen habe, ein langes, langes Interview mit einem Impfforscher, der auch eine andere Meinung vertreten hat als der wissenschaftliche Mainstream, die aber für mein Laienverständnis sehr gut begründen konnte. Und ich habe den Mann auch gegoogelt dann, wie man es ja machen soll oder zumindest über ihn recherchiert. Und der hatte durchaus einen sehr seriösen Anstrich, aber die Publikation hatte das nicht. Das waren die Nachdenkseiten, da hätte es eigentlich schon klingeln müssen. Und ich fand das Interview aber trotzdem sehr interessant und auch was er gesagt hat, weil er, das hat sich jetzt im Nachhinein zum Glück als falsch erwiesen, aber der hatte halt die Behauptung aufgestellt, dass es totaler Schwachsinn ist, in eine laufende Pandemie hinein zu impfen. Und das dann halt auch ausgeführt, man selber hat keine Ahnung von der Materie und dem bin ich tatsächlich ein bisschen auf den Leim gegangen dann auch, ja.
Ja, Corona war natürlich sowieso eine große, wichtige Zeit für auch so Themen wie Desinformation und Bots und Algorithmen natürlich, werden wir vielleicht auch noch zukommen. Vielleicht erstmal, André, weil ich dich vorgestellt habe als André Wessel vom Digitalcheck NRW. Ich glaube, nicht jeder weiß, was das ist. Kannst du vielleicht einmal erklären, was ihr macht? Ja, der Digitalcheck ist ein Projekt der GMK, das ist die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Der größte Dach- und Fachverband für Medienpädagogik im deutschsprachigen Raum mit ungefähr 1000 Mitgliedern verschiedenen Organisationen, auch vielen WissenschaftlerInnen, die da drin sind. Und der Digitalcheck ist ein Projekt dessen, ist finanziert vom Land NRW und das ist ein großer Online-Selbsttest in erster Linie mit inzwischen über 80 Fragen. Die muss man auch nicht alle auf einmal machen. Der richtet sich an die große Zielgruppe der erwachsenen Menschen, tatsächlich von 18 bis ohne Ende, Open End, und basiert auf dem Medienkompetenzrahmen, der halt einmal für Schulen entwickelt worden ist, also wie Schülerinnen und Schüler in der Schule eben Medien lernen sollen oder mit Medien umzugehen lernen sollen. Und das wollte die Landesregierung auch für Erwachsene nutzbar machen. Und dann haben wir diesen Test entwickelt, jetzt auch mit verschiedenen neuen Themenschwerpunkten, die vorhin genannt worden sind. Der letzte war Desinformation, der ist Ende Februar erschienen. Davor Cybersicherheit, KI und ansonsten aber auch total niedrigschwellige Sachen. Also da gibt es Fragen, die beziehen sich darauf, worauf achte ich, wenn ich mir eine E-Mail-Adresse einrichten will, wonach wähle ich einen Anbieter aus. Oder Fragen auch zu Online-Banking, zu verschiedenen alltagsnahen, praxisnahen Sachen. Und dazu dann einfach viele Informationsangebote selber auf der Seite schon und eine große Weiterbildungsdatenbank, die anhand der Testergebnisse dann matcht, wo habe ich Lücken und Weiterbildung empfiehlt, Volkshochschulen, Bibliotheken, teilweise Online-Angebote. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt an mit dem Online-Banking, ich kenne mich gar nicht aus, vielleicht einmal vorher bei euch gucken. Vielleicht einmal den Test machen, ja. Genau. Also ein, zwei Fragen in der Richtung sind da auch dabei. Ja. Mhm. Ich glaube, was wichtig ist, weil das natürlich ein Thema ist, wo jeder so ein bisschen eine Ahnung von hat, aber vielleicht nicht immer so in der ganz tiefen Materie drin ist, ich auch nicht, ist, glaube ich, am Anfang einmal wichtig, dass wir gucken, worüber reden wir eigentlich. Weil wenn wir über so Schlagwörter sprechen wie Desinformation, auf der anderen Seite Fake News, was wir spätestens seit Donald Trump irgendwie immer alle im Ohr haben, dann aber auch Fehlinformationen. Vielleicht, Simon, kannst du einmal sagen, was ist eigentlich der Unterschied? Also wo würdest du sagen, ist Fake News, wo ist es Fehlinformation, wo ist es Desinformation? Wir haben es ja eben schon ganz kurz angesprochen, das heißt, in der wissenschaftlichen Forschung hat sich so eine Definition etabliert, dass Desinformation immer mit einem Vorsatz sozusagen ausgestattet ist, um Schaden zuzufügen. Und der Schaden kann vielerlei Natur sein, das heißt beispielsweise monetären Schaden, beispielsweise aber auch natürlich Reputationsschaden oder aber natürlich auch mit einem Ziel eingesetzt werden, dass man politisch einen Schaden anrichtet. Und Fake News wird in der Wissenschaft, ich würde sagen, nicht gerne so benutzt und ich benutze das Wort auch überhaupt gar nicht. Denn wenn wir uns damit auseinandersetzen, dass beispielsweise News dort drin beinhaltet ist, dann kommt man schnell immer auf die Idee, das hat irgendwas mit Nachrichten zu tun. Und da wollen wir in der Wissenschaft, aber natürlich auch in der Gesellschaft darauf hinwirken, dass dem entsprechend nicht immer so ist, sondern dass wir es entsprechend mit Informationen zu tun haben, die ganz unterschiedlich, ein ganz unterschiedliches Gewand auch annehmen können. Und dementsprechend ist Fake News eine Unterkategorie, wenn man es so nennen möchte, aber wir klammern das eigentlich im Grunde aus und sprechen immer von Desinformation. Und wir haben hier beispielsweise natürlich auch eine ganze Palette an unterschiedlichen Desinformationen, die dazugehören. Als Beispiel können wir sozusagen mal darunter zählen, dass Informationen, die veröffentlicht wurden, die verfälscht sind. Also das heißt, wir haben hier ein Paradebeispiel sozusagen auch von Desinformationen gesehen, mithilfe von KI generiert sozusagen. Aber natürlich auch, wenn es wirklich darum geht, solche Internetseiten, die vermeintlich die Gestalt einer etablierten Zeitung anzunehmen, dass es ebenfalls ein Beispiel dafür ist, dass man mit dem Ziel oder mit der Absicht zu täuschen hier tatsächlich in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und das sind entsprechend Beispiele, die dazu zählen. Das heißt, Fehlinformation ist es vielleicht das, was wir früher einfach eine Zeitungsente genannt hätten, ne, in dem Sinne. Aber bei Desinformation, ich meine, wenn du sagst, die Definition ist eigentlich, dass man das macht, um Schaden anzurichten. Wie ist es denn jetzt mit so
weiß ich nicht, auch so Zeitungen, die es schon länger gibt, aus dem Yellow Press-Bereich, die irgendwie schreiben, Günther Jauch, die große Tragödie und so. Und dann blättert man nach und die große Tragödie hat sich in einem Roman ereignet, den seine Frau mal gelesen hat. Genau, also das heißt, diese Definition ist natürlich auch angreifbar, weil der, sage ich mal, wesentliche Teil des Schadensanrichtens, des Vorsatzes, natürlich immer abhängig ist von auch der Interpretation davon. Das heißt, ein Beispiel haben wir jetzt vom Journalismus, also das heißt schlechter Journalismus in Anführungszeichen, der als solches nicht intendiert eine falsche Information heraussetzt, sondern vielleicht schlecht gearbeitet hat, nicht korrigiert hat mit dem Zwei-Quellen-Prinzip und etwas rausgeschickt hat, dass dort entsprechend laut dieser Definition dann entsprechend nicht von einem Vorsatz gesprochen wird. Aber natürlich gibt es auch dann in der Gesellschaft den Vorwurf, wer weiß denn, dass das tatsächlich kein Fehler war, sondern warum könnte es nicht eventuell auch Absicht sein von Medien? Und dann kommt man natürlich schnell in diese gesamte Debatte von Lügenpresse, der Auseinandersetzung davon, wie hoch und wie stark das Vertrauen von uns Menschen in Medien ist. Und dementsprechend ist diese Definition natürlich auch angreifbar. Ja. Trolle. Nächster Punkt, Trolle. André, ich weiß nicht, magst du mal? Ja, also hat sich sehr gewandelt auch im Laufe der Zeit, der Troll. Der hat früher eher so politisch neutral auch agiert im Internet, also auch ein Mensch, der sagen wir mal, eine Debatte einfach auch mit bewusst falschen Argumenten, mit Emotionalisierung und Ähnlichem gewinnen will und eigentlich auch zerstören will oder einfach die Kommunikation stören will. Das ist was, als dass man einen Troll bezeichnen kann. Und der ist, wie gesagt, so von der Entwicklung her, das finde ich ganz spannend, heute ja hauptsächlich in dem, wenn man mit den Schemata noch arbeiten möchte, rechts, links, eher dem rechten Spektrum zuzuordnen, rechtspopulistisch und dort anzusiedeln. Also es gibt es auch auf der anderen Seite, aber da eher weniger. Und, Entschuldigung, verbreitet eben dort verschiedene Verschwörungserzählungen oder versucht einfach mit bestimmten kommunikativen Strategien da reinzugehen und die Debatten zu zerstören. Hm. Willst du ergänzen? Ja, gerne. Also, oder vielleicht auch die Bots direkt mitnehmen, wenn du schon dabei bist. Also was sozusagen natürlich interessant ist, ist an Trollen, dass es mittlerweile eine Dimension auch gibt, dass wir wirklich auch von Organisation, also das heißt strategischer Kommunikation sprechen können. Denn wir haben tatsächlich mittlerweile solche Organisationsmöglichkeiten über das Internet, dass eine solche sogenannte Trollarmee entstehen kann. Und das bedeutet, das sind Menschen, die verabreden sich im Internet, wenn man es so ausdrücken möchte, die dann aber gezielt Informationen in Kommunikationsräume oder auf Posts, beispielsweise in sozialen Medien, dann draufgehen und versuchen, diese Kommunikation, diese Information entsprechend dann zu kapern und dauerhaft quasi den Eindruck vermitteln, dass dort sehr viele Menschen wohl sich irgendwie gegen eine Information oder für eine Information interessieren und da sich dann kommunikativ drüber unterhalten wird. Und auf der anderen Seite geht das natürlich auch noch so weiter, dass wir auch mittlerweile etwas, was im Internet im Grunde anfängt, auch in die Offline-Welt übertragen wird. Also das heißt, dass es Trolle gibt, die sich auf Menschen so einschließen und dass die versuchen, alle Informationen von diesen Leuten zu bekommen, sogenanntes Doxing, und dann entsprechend systematisch versuchen, diesen Menschen auch in der Offline-Welt Schaden zuzufügen. Und das ist eine Dimension, die so mit dem Internet tatsächlich auch verwoben ist, dass wir sagen, Offline- und Online-Welt kommen hier zusammen. Und dementsprechend ist auch dort eine weitere Dimension in dieser Organisiertheit, wirklich in dieser strategischen Idee davon, Kommunikation zu kapern, zu übernehmen, aber auch Schaden letztlich dann Personen oder aber Politik dann oder der Gesellschaft zuzufügen. Kann ich auch noch mal kurz ergänzen, was du sagtest, diese Trollarmeen oder Trollfabriken, wird ja zum Beispiel in der Presse auch häufig in Zusammenhang mit Putin, mit Russland genannt, dass er versucht, international da auch politisches Geschehen zu beeinflussen. Ob das jetzt die Wahl von Donald Trump war, ob das der Brexit war, fiel immer so ein bisschen, ja, Putin und seine Trollarmee hatte das auch mit im Fokus. Wollte jetzt aber noch mal kurz auf Tobias auch eingehen, weil er den Bot noch mit reingebracht hatte. Also Bot von Robot, Roboter, diese Trollarmeen, das müssen nicht unbedingt immer Menschen sein, sondern inzwischen gibt es natürlich auch Automatismen,
die so funktionieren. Also dass es Armeen von Trollrobotern gibt, die gibt es auch auf der einen und auf der anderen Seite. Also es gab auch schon Initiativen, auch um nicht nur ins Negative abzurutschen, wo dann Bots drauf angesetzt wurden, sexistische Kommentare auf Twitter da sofort dagegen zu gehen, also eine Counter-Speech, eine Gegenrede zu machen. Sowas gibt es natürlich auch, aber auf der negativen Seite aus unserer Sicht, es ist genauso, wie du gesagt hast, wird eben versucht, da Sachen zu beeinflussen und da, das ist immer schwer zu sagen, also ja, wir lassen es erstmal dabei. Ja, auf jeden Fall die Meinungsbildung zu betreiben. Ne? Ich meine, da sind wir ja schon wirklich auch drin im Thema Meinungsbildung im Netz. Wir brauchen noch einmal die Algorithmen und dann können wir wirklich richtig reingehen. Algorithmen prägen im Grunde, ich finde es auch immer schwierig zu erklären. Ich weiß so ungefähr, was ein Algorithmus ist, aber ich kann es nicht so ganz erklären. Deswegen seid ihr ja hier. Simon, magst du nochmal? Wie beeinflusst mich ein Algorithmus zum Beispiel auf einem sozialen Netzwerk wie, ich weiß nicht, welche Sie benutzen, Facebook, Instagram oder so, Twitter? Also im Grunde kann man einen Algorithmus beschreiben als eine Schritt-für-Schritt-Anweisung, wie man unterschiedliche Tätigkeiten ausführt. Und das heißt dann übersetzt in sozusagen die Informatik, dass man einen Code schreibt, das heißt eine Sprache beispielsweise dann spricht wie Python und dort entsprechend versucht, eine Schritt-für-Schritt-Anweisung dem Computer mitzuteilen, wie ein Programm aufgebaut sein soll. Und dieses Programm als solches, das kann beispielsweise auch ein Social Bot sein. Also das bedeutet, man kann mit 15 Zeilen Code einen Bot programmieren und dann kann man diesen Bot auch, sage ich mal, in die offene Welt hineinlassen. Wenn wir es jetzt eine Stufe höher nehmen, dann können wir alle, egal ob wir jetzt auf dem sozialen Netzwerk unterwegs sind oder eben nicht, das am schönsten tatsächlich mitbekommen, wenn wir eigentlich unser Smartphone haben und dort entsprechend Medien konsumieren. Also das bedeutet, wir gehen auf Facebook, wir gehen auf Instagram und dort begegnen uns Algorithmen in der einfachsten Form, wenn wir nämlich auf diese erste Seite auf einer App schauen oder auf eine Internetseite dann schauen von den sozialen Medien, nämlich wenn uns die entsprechenden Nachrichten und Informationen angezeigt werden von oben nach unten. Denn Algorithmen arbeiten dort im Hintergrund und sorgen dafür, dass auf die eigenen Interessen oder Charakteristika entsprechend Informationen dann einem zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, ich habe eine komplett andere Anordnung an Informationen als Sie alle hier im Raum. Und das ist sozusagen Aufgabe der Algorithmen, dass hier diese entsprechende Personalisierung stattfindet und wir alle unterschiedliche Informationen personalisiert auf unsere Vorlieben, auf unsere Charakteristika dann sehen. Ja, bei mir Hunde-Content, 1. FC Köln und Markus Söder. Also, ich weiß nicht, ob das so ganz ausgereift ist. Wir sind beim Thema Meinungsbildung im Netz. Wenn wir über Desinformation reden, wie viel muss eigentlich an einer Information verändert werden, an einer Geschichte verändert werden, damit Desinformation draus wird? Offen jetzt. Vorher hast du immer jemanden angesprochen. Wer zuerst das Mikrofon nimmt. Ja, das war jetzt ich. Aber kurz nachdenken müsste ich auch nochmal. Also zielt er jetzt auf die Strategien ab, wie viel muss verändert werden? Es muss gar nicht so wahnsinnig viel verändert werden. Ne? Vorhin bei Kamala Harris oder Kamala, heißt sie ja, musste nur die kurze Frage weggelassen werden und man konnte ihren Ausführungen folgen und hat sie in einem ganz anderen Licht gesehen, mit oder ohne Frage. Das ist dann so als Strategie, nennt man das Dekontextualisierung, also etwas aus dem Zusammenhang reißen. Das wird auch mit Bildern gemacht, das wird mit Videos gemacht, mit Zitatschnipseln, die irgendwo ausgestrahlt werden. Da wird einfach dann aus einer ganzen Rede das genommen, was einem passt und also was einem als Agitator, als Rechtem zum Beispiel in den Kram passt und gezeigt. Und die Leute denken dann, ja, so war's. Funktioniert eine Abwandlung von einer bestehenden Geschichte besser als eine komplett ausgedachte Geschichte? Ich würde beispielsweise dort auch sagen, es ist sehr kontextabhängig. Also das bedeutet, wenn wir wirklich darüber sprechen, wie wirkmächtig auch Desinformationen sind, dann ist es wichtig tatsächlich zu sagen, dass wir hier aus einer wissenschaftlichen Perspektive davon ausgehen, dass eine übermäßige Wirkmacht als solches nicht für jeden
und jede gleich ist. Also das heißt, dass wir als solches Desinformation in einem sehr abgeschwächten Rahmen eigentlich sehen. Denn jede von uns hat Schutzmechanismen, die dafür sorgen, dass man mehr oder weniger diese Desinformation zulässt oder entsprechend, dass diese Desinformationen ein Beeinflussungspotenzial aufbauen können. Welche sind das? Das ist beispielsweise so etwas wie Medienkompetenz, das ist auf der anderen Seite aber auch so etwas wie Bildung. Wir sehen, dass das oftmals, wenn wir statistische Analysen haben, als wesentliche Einflussfaktoren genannt werden. Das ist auch so etwas beispielsweise wie ein, sozusagen eine ideologische Zusammenhang zu Parteien. Denn dort ist es im Grunde so, dass wir, wenn wir einer Partei zuneigen, stärker oder schwächer, und Informationen von dieser Partei bekommen, dass wir diesen Informationen vermeintlich mehr Glauben schenken als Informationen von einer Partei, der wir eben nicht zugeneigt sind. Und so ist das entsprechend auch mit Medien. Das heißt, wenn wir das klassische Mediensystem haben, dann haben wir im Grunde die traditionellen Zeitungsblätter, die eine entsprechende Blattlinie haben. Und dann haben wir eine Einteilung zwischen linken Medien und rechten Medien. Und wir als Menschen konsumieren vermehrt auch nämlich solche Medien, die unseren Einstellungen vermeintlich dann entsprechen. Und das heißt, dass wir ein sehr komplexes Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren haben, aber am Schluss, unterm Strich, steht es so da, dass wir alle nicht wie hilflose Marionetten sozusagen diesen Desinformationen ausgeliefert sind, sondern es ist ein individueller Prozess, der von der einen zur anderen Person ganz unterschiedlich ablaufen kann. Und dort ist es entsprechend so, dass wenn man, und da komme ich jetzt zur Frage wieder zurück, strategisch Desinformationen als solches groß angelegt spielen möchte, dass dort eine große Herausforderung für diese politischen Akteure, die dahinter stecken oder wer auch immer dahinter steckt, dann nämlich dort lauert. Weil man muss erstens es hinbekommen, dass man eventuell eine Strategie über online fährt, und zweitens, man muss eine Strategie führen, die traditionelle Medien mit einschließt. Und wenn beispielsweise Desinformation auch in die traditionellen, also traditionellen Medien mit aufgenommen werden, dann kann man von einem sehr großen Erfolg aus Perspektive von Desinformation sprechen, denn traditionelle Massenmedien haben zumindest in Deutschland noch eine sehr große Mediennutzungsrate. Das heißt, gerade entsprechend das Fernsehen ist bei uns in Deutschland noch sehr oft genutzt, wenn man über alle Alterskohorten mal sozusagen hinweg blickt. Jetzt hast du schon angesprochen, so ein Thema wie Bildung als Schutzmechanismus vor Desinformation. Ich weiß nicht, kann man das überhaupt definieren, dass man sagt, es gibt Menschen, die besonders anfällig sind? Ich meine, ein bisschen hast du schon angedeutet. Gibt es sowas, wo man sagen kann, es gibt einfach Menschen, die aufgrund ihrer, weiß ich nicht, sozialen Situationen möglicherweise auch besonders anfällig sind, Desinformation auf den Leim zu gehen? Ja, also auf jeden Fall gibt es bestimmte Menschengruppen. Also wir haben vorhin ja auch schon mal davon gesprochen, hast du in der Einführung gesagt, ich glaube 18- bis 24-Jährige, also hast auch junge Menschen genannt, konsumieren ihre Nachrichten oder beziehen ihre Informationen hauptsächlich aus sozialen Medien. Und ein gewisser Anteil, ich glaube 15% waren es davon, auch nur dort her. Das ist natürlich ein Problem und solche Menschen sind dann natürlich auch dafür anfällig, wenn man eben nicht verschiedene Medientypen zu Rate zieht, sondern sich auf ein, zwei Quellen verlässt und einfach dann glaubt, was dort berichtet wird. Also ich hätte auch, das ist meines Wissens nach auch nicht nur ein Problem unter jungen Menschen, es gibt auch viele ältere Menschen, also lebensältere Menschen, die ihre Informationen hauptsächlich aus sozialen Medien beziehen. Und per se sind natürlich junge Menschen auch recht anfällig, weil die sich noch in der Lebensphase befinden, also in der Sozialisation, Werteorientierung, sich ein Wertesystem aufbauen und dann natürlich nach Orientierungspunkten suchen und auch Vorbildern. Das macht sich ja zum Beispiel die AfD auf TikTok so zunutze. Das ging ja in den letzten Monaten so. Ja, welche Rolle spielen dabei Influencer, wo du es gerade schon so ein bisschen antextest? Auch keine geringe. Also gibt es verschiedene Beispiele, auch wieder mit ganz unterschiedlichen Strategien, wie da vorgegangen wird. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Namen kennt man vielleicht nicht, Michel Golan, ein Golan ist ein relativ berühmter Account, oder Ketzer der Neuzeit, die versuchen mit humoristischen Herangehensweisen und so einer Strategie auch der Selbstverharmlosung, ach ja, wir machen hier so ein bisschen
lustiges TV, gehen dann raus auf die Straße, also lustige Videobeiträge, gehen dann raus auf die Straße, machen Interviews bei einem Christopher Street Day oder anderen Veranstaltungen, deren ja, grundsätzliche Haltung sie ablehnen und machen sich dann in diesen Interviews über die Leute lustig, beziehungsweise nach den Antworten, die gegeben worden sind. Also sowas wird dann zum Beispiel sehr viel konsumiert, auch auf YouTube, also ist eine berühmte YouTuberin. Und gibt es natürlich auch wieder in die Gegenrichtung, also mir ist immer viel dran gelegen, auch das hast du zum Glück ganz am Anfang schon gemacht, zu sagen, nee, das Internet ist kein reiner Angstraum und die Informationsfreiheit ist auch ein riesig wertvolles Gut und deswegen möchte ich das auch immer betonen. Gibt es natürlich auch in der anderen Richtung, also man sagt auch, eine gute Strategie, um ja, Desinformation zu bekämpfen, ist bestimmte gute Content Creator als sogenannte Trusted Messenger zu benutzen, also dann eben gezielt Leute auch auf TikTok zu schicken, die eben anderen Content verbreiten. Und dann muss man eben gucken, dass die auch eine gewisse Reichweite erzielen. Aber das hast du vorhin auch schon angesprochen, Desinformation ist eben unglaublich wirkmächtig. Falschinformationen, gibt es auch Studien zu, vom MIT habe ich da was gelesen, verbreiten sich im Schnitt 6-mal schneller. Und das ist eben unglaublich schwierig, dann im Nachgang etwas richtig zu stellen und dem dann auch noch so eine Wirkmächtigkeit einzuräumen und so eine, ja, so eine Reichweite ja, kreieren zu lassen. Also sehr schwierig. Die positiven Aspekte, ich nehme es gerne auf, den Ball später auch nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher zu kommen. Ich träume ja immer noch von einer, weiß ich nicht, KI-gestützten Möglichkeit, mir während eines Live-Hörfunk-Interviews quasi aufs Ohr zu spielen, wenn gerade jemand eine Fehlinformation raushaut, damit ich das direkt korrigieren könnte. Das wäre natürlich schön, wenn es das irgendwann mal gäbe. Kann man auch gut gebrauchen, je nachdem. Also vielleicht, wir hoffen weiter. Aber wir wollen ja auch noch über den Einfluss von Desinformationen sprechen. Es ist schon angeklungen, Wahlen. Ne? Man sagt immer so, auch so ein bisschen anekdotisch, ja, der Putin und die US-Wahlen 2016. Man hört das immer so, man nimmt das immer so auf, aber welchen Einfluss hat, kann Desinformationen, können Trolle, Bots, Algorithmen auf Wahlen überhaupt haben? Und wie war das vielleicht auch bei dieser Wahl? Also, weil ich das auch in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung mir nochmal angelesen habe, war der Einfluss auf die US-Wahl 2016 ja deutlich geringer, als er irgendwie dann dargestellt worden ist. Genau. Also das ist im Grunde die Fortführung zu der Antwort, die ich davor gegeben habe, dass man entsprechend sich vergegenwärtigen muss, dass Desinformation als solches nur in den wenigsten Fällen tatsächlich eine sehr breite Bevölkerungsteile tatsächlich erreichen. Und wenn wir wirklich auch darüber sprechen, dass Desinformationen auch einen Einfluss auf Wahlen haben sollen, dann wird ja im Grunde dort die Annahme getroffen, dass sehr, sehr viele Menschen tatsächlich diese Desinformationen gesehen, geglaubt, verarbeitet und dann auch noch zu einem zu einer Verhaltensänderung oder aber entsprechend zu einem Wahlverhalten geführt hat. Und hier, wie gesagt, ist es entsprechend wichtig zu sagen, dass die wesentlichen Effekte, die wir eigentlich sehen, eine Art erstens Verunsicherung darstellen. Das bedeutet, dass Desinformation oftmals eine Art Verunsicherung über bestimmte Sachverhalte, Ereignisse schüren können. Und das Zweite ist, dass oftmals Desinformation eigentlich eine Verstärkung von Verhalten im Grunde dann nach sich ziehen. Denn das, was ich eben angesprochen habe, dass Menschen vermehrt Dinge glauben, die auch ihrer Weltansicht entsprechen, das kann man auch darauf übertragen, dass beispielsweise der Glauben dann an solche Desinformationen eher dann gegeben ist, wenn man in diese Richtung schon irgendetwas mal gedacht hat oder verfestigt hat. Und das bedeutet, dass in einem konkreten Wahlbeispiel jetzt eine Hillary Clinton-Anhängerin oder eine Person, die den Demokraten anhängt, nicht auf einmal aufgrund mehrerer oder einer Information über Donald Trump oder gegen Hillary Clinton auf einmal zu einem republikanischen Wähler oder zu einem Donald Trump-Unterstützer wird. Und das ist sozusagen ein sehr wichtiges Prinzip, was uns alle sozusagen hier ausmacht, nämlich unser Gehirn funktioniert halt nun mal so, dass wir versuchen, ein Ungleichgewicht sozusagen in unseren Denkprozessen zu verhindern. Also wir versuchen immer sehr stark unsere Glaubensrichtungen bestätigt zu sehen.
Und das ist im Grunde genau dieser Effekt, den wir auch bei Wahlen sehen. Wir werden nicht von heute auf morgen durch eine Information auf einmal zu einem Anhänger der gegnerischen Partei. Oder wir werden nicht von einer Information beeinflusst. Und das ist entsprechend wichtig. Das gehört auch zu diesem sogenannten Schutzmechanismus von uns. Das heißt, wir haben entsprechend dort Mechanismen, die einfach naturgegeben sind und die uns dort entsprechend glauben lassen, was wir im Grunde auch glauben wollen. Trotzdem ist man damit ja auch konfrontiert, durchaus auch im persönlichen Raum, dass man mit Menschen redet, die dann, weiß ich nicht, einem sagen, ja, hast du gesehen, was da wieder passiert ist und so, und dann guckt man sich das an und denkt so, du, also ich bin da aber nicht so sicher, ob das so alles auf komplett gut recherchierten Füßen steht. Was wären denn da Strategien, um möglicherweise auch mit so Leuten, die man ja wirklich im persönlichen Umfeld hat, dann auch irgendwie ins Gespräch zu kommen und die vielleicht da auch da ein bisschen wieder von wegzuführen, wenn das überhaupt geht? Also man kann versuchen, Strategien anzuwenden, aber es ist tatsächlich sehr schwer, was genau auch an diesen Effekten liegt, die Simon gerade beschrieben hat. Wenn Leute erstmal in einer Richtung verfangen sind, dann ist es schwer, sie davon wieder zu lösen. Und gerade auch mit Informationen, die man ihnen gibt, die sie vorher schon bewusst abgelehnt haben, vielleicht auch schon gekannt haben und dann aber sagen, nee, das glaube ich aber wieder nicht. Und oft steht dann einfach Meinung gegen Meinung, also wir haben gerade vorhin auch so das Thema Corona schon gehabt. In der Phase haben, glaube ich, fast alle von uns jemanden im engeren Umfeld gehabt, der dann in irgendeiner Form beim Impfen skeptisch wurde oder bei anderen Themen, die damit zusammenhingen. Und die Person dann wieder einzufangen, wo man doch selber auch auf dem Themengebiet eher Laie gewesen ist, war durchaus sehr schwer. Also auf jeden Fall das Gespräch suchen und auf jeden Fall die klassischen Methoden auch nochmal versuchen durchzugehen. Also auch wirklich nachfragen, Quelle, ne? Wo hast du das her, wo ist die Information her? Ja, habe ich im Internet gelesen. Ja gut, das reicht halt nicht. Wo im Internet? Vielleicht auch gar nicht unbedingt dann sehr viel dazu erklären, sondern dann einfach auch nochmal auf die Person. Welche Person hat sich da geäußert in dem Medium im Internet auf dieser Seite? Was hat die für einen Hintergrund? Hast du dazu schon dir selber nochmal Informationen geholt? Das wären zum Beispiel eben zwei klassische Möglichkeiten. Wir wollen noch über das Thema sprechen oder beziehungsweise das Thema noch etwas vertiefen, der Schutz vor Desinformation. Und ich komme deswegen jetzt nochmal drauf, weil André heute schon auf der Gamescom war und da erzählt er, dass zum Beispiel gerade dann für Jugendliche oder auch jüngere Leute irgendwie auch Games eine Möglichkeit sein können, sich da vorzubereiten. Kannst du das vielleicht nochmal erklären, weil ich das eben total spannend fand? Ja. Also Medienpädagogik wird ja durchaus auch mit digitalen Spielen gemacht oder in der digitalen Spielekultur und es gibt sehr, sehr viele Spiele, die auch sehr zweckorientiert und pädagogisch einsetzbar sind. Und es gibt zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung, das ist weniger ein Spiel als eine interaktive Website, Wiebkes Wirre Welt, wo man im Jugendzimmer einer jungen Frau, die am Rechner sitzt, da kann man verschiedene Objekte in ihrem Zimmer anklicken, manipulieren und kann ihr dann dabei zugucken, wie sie zu einer Person wird, die Verschwörungserzählungen glaubt, weil sie dann die verschiedenen Informationen, die damit zusammenhängen, immer alle in die eine Richtung interpretiert. Also das ist ganz gut gemacht. Schauen Sie mal rein, Wiebkes Wirre Welt. Dann gibt es noch ein anderes Spiel, das heißt Bad News. Das arbeitet mit einem Perspektivwechsel. Da wird man in die Rolle einer Person geschubst, die einen Social-Media-Account aufbauen soll, der möglichst viele Followerinnen hat, aber mit dem Vorsatz, das über Desinformation zu generieren. Und das ist auch recht niedrigschwellig, man muss da kein großer Gamer für sein und keine große Gamerin. Man kann da einfach mal reinschauen und das ist gerade dann auch, wenn man mit jungen Menschen arbeitet, eben eine gute Möglichkeit, die intrinsisch motiviert mit so einem Thema in Berührung zu bringen. Da würde ich sagen, bleiben wir mal bei den jungen Menschen und gehen einmal runter zu David Kurzkamp, beziehungsweise wir gehen hier mal elegant auf den Bühnenrand. Ganz elegant, hi. Sehr elegant, ja. David Kurzkamp habe ich Ihnen ja eben schon vorgestellt, Förderung von Medienkompetenz, Arbeit, Fachstelle Medienpädagogik. Was macht ihr da genau? Verschiedenste Dinge. Also wir sind halt Teil des Jugendamtes und gehören da zum Bereich Jugendschutz. Jugendschutz heißt aber in dem Fall eben nicht, wir verbieten ganz viel und gehen irgendwo hin, sondern wir versuchen eben zu befähigen, halt mit
digitalen Medien gut und sicher umzugehen und machen das einerseits über Kinder- und Jugendworkshops direkt, aber auch ganz viel Fachkräftefortbildung, wo wir eben ganz viel von dem Wissen, was wir jetzt gerade auch gehört haben, versuchen zu vermitteln, ganz alltagspraktisch für den, ja, für den pädagogischen Arbeitsalltag auch runterzubrechen und eben diese Schutzmechanismen zu stärken, über die wir gerade schon gesprochen haben. Wer kommt da dann genau hin? Das sind Leute von Jugendzentren in erster Linie oder ausschließlich? Genau, größtenteils Leute von Jugendzentren oder alle Fachkräfte, die irgendwie im außerschulischen Kontext mit Jugendlichen arbeiten. Genau, das ist so. Und ihr macht jetzt auch demnächst oder habt gemacht, nee, macht demnächst ein großes Seminar zum Thema TikTok? Genau, das ist ein Workshop unserer Workshop-Reihe, wo wir halt verschiedenste medienpädagogische Themen von praktisch bis theoretisch so durchexerzieren, sage ich mal. Von Fake News über TikTok bis aber auch so kreativer Mediennutzung, was auch ein großer Schwerpunkt bei uns ist. Und ja, mit dieser Themenvielfalt versuchen wir halt auch eben Jugendliche zu fördern und zu unterstützen, dass sie Medien auch kreativ nutzen und auch dazu beizutragen, dass halt quasi, ich sag mal, es gibt ja den Begriff der digitalen Spaltung, also dass Medienkompetenz auch einfach ungleich verteilt ist, also sowohl bei verschiedenen Altersgruppen als auch innerhalb von Jugendlichen. Das liegt an vielleicht anderen Zugangsmöglichkeiten, das liegt aber auch an anderen Bildungsmöglichkeiten, wo wir halt eben dann versuchen, durch diese verschiedenen Themen diese Schere so ein bisschen kleiner zu machen. Ich habe deswegen nach TikTok gefragt, weil ich immer so das Gefühl habe, es kommt immer TikTok, wenn wir über Fake News reden, Desinformation reden, es kommt immer TikTok. Nimmst du das auch so wahr, dass das irgendwie schon eines der Medien oder Netzwerke ist, wo das eine besonders große Rolle spielt? Ja, würde ich auch so wahrnehmen. Also ich will jetzt an dieser Stelle nicht TikTok komplett verteufeln, nein, aber halt es lohnt sich schon, da genau hinzugucken, weil ein zentraler Unterschied von TikTok zu anderen Plattformen, und dann sind wir wieder bei Algorithmen, ist, dass klassisch Algorithmen oft so funktionieren, dass man Videos angezeigt bekommt, die vielleicht meine Freunde angezeigt kriegen. Und bei TikTok kriege ich dann eher Videos angezeigt, die andere Nutzer, die auch das Video, was ich gerade gesehen habe, dann auch schon geliked, gesehen, wie auch immer haben. Und das Besondere ist eben, dass dieser Algorithmus super schnell reagiert. Man kann das als Selbstexperiment machen, wenn man so mutig ist und einen Testaccount macht und dann mal 10 Minuten das benutzt, dann ist man vielleicht sehr erstaunt über die Ergebnisse. Und du hast auch Flyer mitgebracht, das heißt, jeder, der sich über eure Arbeit informieren will, nimmt sich einen Flyer mit. Genau, es ist ein bunter Strauß Blumen dabei von dem, was wir so machen. Ansonsten, ich bin hier, man kann mich Dinge fragen. Super, so. Vielen Dank. Danke. Ja, ich würde mal sagen, wir haben noch Themen auf dem Zettel, die wir gerne noch weiter besprechen können. Ich würde Ihnen aber, wenn Sie mögen, auch jetzt schon mal die Möglichkeit geben, sich selbst zu beteiligen. Ich habe so den Eindruck, dass das Interesse ist durchaus vorhanden. Also wenn Sie jetzt während der Diskussion oder jetzt schon eine Frage haben an unsere beiden Experten, dann gerne raus damit. Ansonsten machen wir auch erstmal weiter. Ich gucke einmal. 2 Sekunden. Ja, ah, da kommen schon die ersten Ekel. Das kriegen wir hin. Dann vielleicht einmal hier und da, genau. Schon eingeschaltet. Zum Thema der Wahlbeeinflussung möchte ich gerne das Thema des Cambridge Analytics aufbringen. Das, soweit ich mich erinnere, hat ja dazu geführt, dass die Wahlkämpfer Daten zur Verfügung gestellt bekommen haben, die es ihnen ermöglicht haben, bei den einzelnen Empfängern ihrer Besuche oder Botschaften deren Vorlieben schon zu berücksichtigen und ihre Wahlkampfaussagen darauf zielgerecht zu gestalten und ihre Erfolgsquote zu erhöhen. Seither sind einige Jahre verstrichen. Gibt es neuere Entwicklungen und welche Bedeutung haben diese Verfahren heute noch? Ja, also das ist sozusagen einer meiner Forschungsschwerpunkte und hier geht es um sogenannte datengestützte Wahlkampfstrategien. Das bedeutet ganz einfach erklärt, jeder von uns hinterlässt, wenn er im Internet beispielsweise unterwegs ist, Daten, das heißt entweder auf sozialen Netzwerken, indem ich
sage, okay, ich melde mich da in der Plattform an, hinterlasse meinen Namen, meine E-Mail-Adresse. Aber natürlich auch in der Offline-Welt produzieren wir sehr viele Daten. Das heißt, wenn wir uns irgendwo beim Einwohnermeldeamt anmelden, dann hinterlassen wir ebenfalls natürlich unsere Wohndaten oder Adressdaten. Und jetzt ist der Fall bei Cambridge Analytica so gewesen, dass wir dort in einem ganz großen Stil von Facebook damals Daten von einem Wissenschaftler für einen Wissenstest im Grunde hier zugänglich gemacht hatten. Nämlich diese Person hat auf Emotionen sozusagen basiert versucht herauszufinden, welche Menschen denn tatsächlich auf Grundlage ihrer Daten auf welchen Dimensionen von einem Kognitionstest dann tatsächlich ausschlagen. Und das hat sich eine Firma zunutze gemacht und hat gesagt, okay, wir wollen diese Methode anwenden, um sie auf einen Wahlkampf im Grunde dann herunterzuspielen und das strategisch zu nutzen. Was wir wissen, ist, dass auch hier wieder die entsprechende Medienberichterstattung sehr groß und sehr stark gewesen ist, was auf der einen Seite wichtig und gut ist, damit die Menschen wissen, dass so etwas passieren kann. Auf der anderen Seite führt das aber dazu, dass wir die Wirkmacht von solchen Techniken zu stark einschätzen. Also das heißt, dass wir in diesem konkreten Fall mittlerweile wissen, dass die Firma, die für Donald Trump beispielsweise zuständig oder auch dort gearbeitet hat, dass die sehr spät in der Kampagne überhaupt mitgemacht hat. Das heißt, sie hatte sehr wenig Zeit, um überhaupt die Wählerdaten, die Trump-Kampagne auf diese Mechanismen übertragen wollte, dann entsprechend auch strategisch auszurichten. Und das ist sozusagen dieser erste Punkt. Zweitens ist auch dort wieder von der Strategie her gesehen, dass wir Menschen versuchen, solche Informationen zu rezipieren, die unseren Glauben zu stärken. Also das heißt, man hat von den Parteien entsprechend auch immer den Auftrag, sogenannte mobilisierende Wahlkampfstrategien einzusetzen. Das bedeutet, man versucht, Menschen zu finden, die einem zuneigen. Und dort entsprechend ist dann nämlich diese Manipulation, wie sie oftmals genannt wird, von Parteien eher so zurückzudrehen, dass man sagt, man versucht, ehemalige oder aktuelle potenzielle Wählerinnen und Wähler ausfindig zu machen und diese mit einem Anstupsen, entweder über einen Haustürbesuch oder aber übers Internet entsprechend zu mobilisieren, also dazu zu bringen, das Kreuzchen bei der entsprechenden Partei zu machen, der sie eh eventuell schon zuneigen. Und das heißt, dass diese Daten, jetzt haben Sie gefragt, was in Zukunft möglich ist, dazu genutzt werden, um Menschen zu finden, die einer Partei zuneigen. In Deutschland haben wir hier sehr strenge Datenschutzregeln, in Europa generell auch. Und das bedeutet, dass die deutschen Parteien ein sehr limitiertes Feld erstens an zugänglichen Daten überhaupt zur Verfügung haben. Ich habe jetzt die Einwohnermeldeamtdaten gesagt. Das ist beispielsweise etwas, was Parteien anfragen können gegen Geld. Und dort haben sie entsprechend nicht auf einem Individualebene, sondern entsprechend auch aggregiert, also zusammengefasst, können sie dann ältere Alterskohorten, jüngere Alterskohorten sich auswählen und sagen, wo entsprechend denn welche Personen in dieser Altersklasse leben. Und das ist eine Möglichkeit, um dann entsprechend Haustürbesuche, das bedeutet, wenn eine Partei bei Ihnen mal klopft oder klingelt, dann können Sie davon ausgehen, dass diese Datenanalysen dort entsprechend im Hintergrund stattgefunden haben. Genauso aber auch, wenn Sie einen Brief von einer Partei in Ihrem Briefkasten haben, dass dort ebenfalls Daten eine Rolle gespielt haben. Und im Internet ist das entsprechend so, dass man dort auf die sozialen Netzwerke gehen kann und sich den, sage ich mal, großen Datenansammlungen, die sozialen Netzwerke hier haben, nämlich weil wir dort entsprechend viele Daten hinterlassen, dass sie dort als Partei auch hingehen können und über diese Daten entsprechend entscheiden können, wen sie ansprechen wollen. Und als Beispiel, wenn ich jetzt mich für Tiere interessiere, ich auf dem Land wohne, mit dem Bus sozusagen immer zur Arbeit fahre und entsprechende Seiten geliked habe, dann können Parteien sagen, ich möchte gerne an dem Wohnort, wo ich mich eingetragen habe, dass ich dort lebe, ich mich für Tiere interessiere und mit sozusagen den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, dann können sie diese Personen entsprechend anvisieren mit
spezifischen Nachrichten. Das heißt, sie können Werbung kaufen auf diesen Plattformen. Und das ist dann die Möglichkeit, wie man Microtargeting als nächsten Stichwort dann letztlich ausprobieren kann als Strategie, als Partei. Wichtig ist dabei, als letzter Satz, ich möchte nicht zu viel reden, wichtig ist dabei, dass diese Parteien auch online, also auf sozialen Medien, niemals individuell tatsächlich sehen. Das heißt, sie können über eine Plattform auswählen, größere Menschengruppen, größere Zielgruppen. Sie können aber jetzt beispielsweise nicht irgendwie sagen, ich möchte den Simon Kruschinski sozusagen anvisieren. Das ist denen entsprechend nur dann möglich, wenn ich der Partei meine E-Mail-Adresse hinterlassen habe. Und das sehen wir jetzt zu der Zukunft nämlich verstärkt. Parteien fragen sie nach ihrer E-Mail-Adresse, weil sie eine Petition unterschreiben sollen oder aber weil sie etwas unterstützen sollen. Und dort hinterlasse ich meine E-Mail-Adresse. Und was dann möglich ist, ist, dass auf Basis dieser E-Mail-Adresse ich mich auf Facebook angemeldet habe und die Parteien über meine E-Mail-Adresse spezifisch mich tatsächlich auch anvisieren können. Das heißt, diese Zukunftsmechanismen, nämlich mit Hilfe von individuelleren Daten zu arbeiten, das sehen wir, dass das in Amerika schon länger gemacht wird und in Deutschland fängt sozusagen gerade erst dieser Zug an. Das heißt aber, wenn ich vielleicht mal ein Praxisbeispiel geben kann, bei einer Wahl, da steht einer bei dir vor der Haustür von einer Partei, die du noch nie gewählt hast und aber auch nicht auf die Idee kämst, die irgendwann mal zu wählen, dann waren die zu geizig, das Geld ans Einwohnermeldeamt abzudrücken. Quasi. Was heißt zu geizig? Das heißt, das kann unterschiedliche Merkmale haben. Also wir sehen in unseren Untersuchungen, dass beispielsweise oftmals die Personalien, die Expertise überhaupt gar nicht bei den Parteien in Deutschland da ist. Also das heißt, dass wir hier erst einen ersten limitierenden Faktor haben. Das zweite ist tatsächlich, dass diese, sage ich mal, der starke Datenschutz auch oftmals dort im Wege steht, dass man sehr individuelle und sehr gute Daten bekommt und somit halt natürlich auch ein Fehlversuch öfter mal stattfindet. Und das dritte ist ein ganz simples Ding, nämlich sagen Sie mal irgendwie einem Bürgermeisterkandidat auf einmal aufgrund von Daten, Sie dürfen nicht mehr in die Straße XY gehen und der sagt, ich wohne hier schon seit 60 Jahren, ich gehe da schon immer hin, warum soll ich auf einmal nicht dahin gehen? Das heißt, es hat sehr, sehr viele Gründe und ein einfacher Grund ist auch individuelle Restriktion oder verhältnismäßige Ablehnung von diesen neuen Techniken. Da war noch eine zweite Frage, erstmal hier in der zweiten Reihe und dann Sie und dann, ja, genau. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage nochmal zur Definition von Desinformation. Wir haben ja ganz am Anfang darüber geredet, dass es darum geht, dass zum Beispiel an dem Beispiel von Kamala Harris zum Beispiel der Kontext im Vorfeld weggelassen wurde und es deswegen eine Form von Desinformation irgendwie gab oder dass etwas wirklich aktiv manipuliert wurde. Würden Sie sagen, dass auch das nicht das Weglassen von Kontext, sondern die ganz bewusste Weglassung von gesamten Informationen Desinformation ist. Um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, es gibt zum Beispiel auf Twitter den ÖER-Blog. Ich weiß nicht, manche von Ihnen und von Ihnen sind auf jeden Fall davon schon mal betroffen gewesen, dass es da Desinformation gab. Da ist es ja so, dass da ein ÖER-Kritiker sozusagen von sich behauptet, dass er objektiv den ÖER kritisiert. Und dafür zum Beispiel Beispiele nimmt und sagt, okay, hier wurden irgendwelche Leute interviewt, das sind Mitglieder von der SPD, von den Grünen, wurde nicht kennbar gemacht, so der ÖER manipuliert die Leute und interviewt nur Grüne und von der SPD. Ignoriert aber teilweise dann durch, weiß ich nicht, gezielte oder vielleicht absichtliches Weglassen von Interviewpartnern von zum Beispiel der Union oder von der AfD oder von Freien Wählern. Ist dieses Weglassen von einem gesamten Informationskomplex nicht im Zusammenhang mit dem Interview selber? Klar, da wird irgendwie, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk zeigt natürlich nicht an, zu welcher Partei das gehört, weil es einfach nicht in den Kontext passt. Aber ist diese Arbeit von diesem ÖER-Blog zum Beispiel auch Desinformation? Oder ist es einfach nur eine tendenziöse Recherche, wie zum Beispiel es die Bild-Zeitung auch macht, und einfach nur zu versuchen, okay, irgendwie eine Meinung zu streuen, weil das Ergebnis letztendlich von der Arbeit dieses ÖER-Blogs die ist, dass natürlich eine ganz große Anzahl von Leuten, diesem Account folgen jetzt 100.000 Leute, dass sie natürlich langfristig das Gefühl bekommen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk tendenziös ist. Was am Ende im Resultat, finde ich, eine Desinformation ist, weil es nicht stimmt. Das haben Sie ja auch in Ihrer
in ihrer Studie ja quasi nachgewiesen. So. Und meine Frage ist, ist diese Arbeit von diesem ÖER-Blog, ist das, kann man das Desinformation nennen? Ich lache die ganze Zeit deswegen, weil wir vorgestern tatsächlich Opfer mit meiner Studie tatsächlich geworden sind vom ÖER-Blog. Und das dortige Beispiel war, dass unsere Studienergebnisse einfach in einen völlig falschen Kontext, nämlich mit einer Quellangabe gerückt wurde, was wir niemals untersucht haben. Und das bedeutet, dass wir dort ganz eindeutig von Desinformation sprechen können. Man hat im Grunde versucht zu zeigen, dass die eingeladenen Talkshow-Gäste in den Öffentlich-Rechtlichen spezifisch auf einer Links-Rechts-Skala in einem Koordinatensystem sozusagen einzutragen sind und dass die überwiegende Mehrheit dieser Gäste eben links ist. Und das haben wir niemals untersucht. Und man hat uns als Quelle sozusagen angegeben und dementsprechend ist dort auch ganz klar von Desinformation zu sprechen. Weg von mal dem Beispiel, unserem Beispiel, wir haben die Problematik, dass wir gerade natürlich mit dem Internet und auch mit sozialen Netzwerkseiten die Möglichkeit haben, dass jeder und jede von uns auf einmal als seriöser Journalist oder Journalistin dastehen kann. Nämlich, wenn man sich eine solche Plattform aufbaut. Und Journalist ist ja auch kein, sage ich mal, geschützter Beruf als solches, sondern jeder von uns kann Journalist tatsächlich auch werden. Dementsprechend haben wir durch das Internet auch solche Auswüchse, dass Einzelpersonen oder aber ein Verbund von mehreren Personen auf einmal wie ein seriöses Nachrichtenmedium dastehen. Und dort ist es entsprechend die Problematik, dass man hier auch wieder diese grundsätzlichen Mechanismen versucht anzufassen. Wie und auf welche Art und Weise können denn die Informationen überprüft werden? Berichtet ein anderes Medium darüber? Wenn ja, ist diese Nachricht, die dort veröffentlicht wird, grob anders oder falsch? Also genauso wie ein Journalist tatsächlich auch vorgehen muss bei diesem Zwei-Quellen-Prinzip, müssen wir auch dafür sorgen im Internet, dass diese Internetquellen, die wir dort konsumieren, entsprechend auch haltbar sind. Und dort sehen wir natürlich Auswüchse, die jetzt wieder alles aufgreifen, was wir davor auch schon hatten, dass Menschen sich auf solche Quellen natürlich stürzen, die die Weltansicht in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Und das bedeutet, dass wir hier auch Leute mittlerweile haben, die so alternative Medien konsumieren und dementsprechend dort in so eine Art Loch fallen und diese Medien dann nur noch per se alleine konsumieren, aber nicht mehr entsprechend traditionelle, etablierte Massenmedien als solches dann noch hinzuziehen. Und dort kommen wir dann natürlich für diese kleine Gruppierung entsprechend zu Problematiken, was nämlich Glaubwürdigkeit, was Quellensicherheit und entsprechend dann natürlich die, sage ich mal, Stärkung von eigenen Positionen, eigenen Meinungen als solches angeht. Ja, wobei, genau, ich wollte André nämlich noch dazu nehmen, Faktencheck ist ja irgendwie immer ein großes Thema, aber wenn ich jetzt sage, ich habe den ÖRR-Blog und hier, das stimmt alles gar nicht, ich habe einen Faktencheck von, weiß ich nicht, Monitor oder so, dann bin ich natürlich da auch wieder raus, weil sie sagen, ja gut, Monitor ist ja genau das, was wir kritisieren, ne? Als linkes Magazin etc. Ne? Wie kann man da mit umgehen? Das ist tatsächlich, wie ich vorhin schon, auch schon gesagt habe, schwierig. Wenn sich Menschen in so einer Blase erstmal befinden, ist es schwer, sie da wieder rauszukriegen. Also deswegen haben wir ja auch ein Auseinanderdriften von verschiedenen Teilen der Gesellschaft inzwischen, das uns mehr oder weniger unaufhaltbar erscheint. Also die Leute wieder einzufangen mit pädagogischen Mitteln, pädagogischen Methoden, ist sehr, sehr schwer. Also was du jetzt gerade beschrieben hast im Vorhinein, eben gerade auch deswegen, weil jeder im Internet Nachrichten veröffentlichen kann auf seinen Social Media Accounts, was auch immer. Also die Funktion, die wir früher bei klassischen Medien hatten, dass JournalistInnen diejenigen waren, die vor dem Publizieren der Nachricht den Inhalt verifiziert haben und dann auch so eine Gatekeeping-Funktion hatten. Sowas kann raus, sowas kommt nicht raus. Das haben wir halt nicht mehr. Die Verifizierung der Nachricht, des Inhalts, das liegt heute bei uns, hast du auch gerade beschrieben. Deswegen müssen wir da im Nachhinein eben mit umgehen. Und dann sind solche Fact-Checking-Seiten auf jeden Fall ein gutes Tool, aber mit denen kriegt man dann halt auch nicht die Leute, die man kriegen möchte. Also es gibt verschiedene Seiten, es gibt Korrektiv, es gibt Mimikama, es gibt inzwischen auch von Redaktionen, wenn man an die Tagesschau denkt, tagesschau.de oder Hart aber fair, die verschiedenen Talkshows, da wird ja inzwischen auch immer explizit darauf hingewiesen. Gucken Sie nachher mal in unseren Faktencheck, dann wird das hier nochmal erklärt, was die Person gesagt hat oder nicht, ob das stimmt oder nicht. Dann haben wir auch
Crowd-Fact-Checking, also dass das jetzt auch im Internet von einer großen Menge an Menschen gemacht wird und dann auch auf bestimmten Social-Media-Accounts veröffentlicht wird. Zum Beispiel gibt es ja auch bei TikTok eine Seite, die versucht, das jungen Menschen nahezubringen. Bait heißt die, also einen Account. Und mit mehr oder weniger Erfolg eben bei Menschen, die Bereitsteller dieser Angebote dann per se auch schon wieder kritisieren. Das ist eben das Schwierige an der Sache. Um mal wieder ein paar positive Aspekte aufzunehmen. Vielleicht können wir ja, du hast jetzt gesagt, das liegt immer bei uns, ob wir dem quasi folgen oder nicht. Vielleicht ja auch nicht nur. Ich meine, möglicherweise kommen wir auch noch auf das Stichwort Regulierung auf sozialen Netzwerken, also wirklich rechtliche Regulierung. Aber es waren noch Fragen. Hier waren, oh Gott, okay. Kerstin, du entscheidest jetzt einfach. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Wir werfen gerade einen sehr detailreichen Blick in das Waffenarsenal des Digitalen, was da alles möglich ist und funktioniert. Wenn wir das als Waffenarsenal verstehen, dann muss man sagen, dauernd schießen irgendwelche Leute gegeneinander mit den besten Intentionen. Wir besprechen das im Augenblick eher so wie, das ist schlimm, das ist böse, Missinformation, wir wollen die Wahrheit haben. Ich frage mich, wem nützt die Wahrheit und wem nützt die Unwahrheit? Und wenn das gemacht wird, dann muss es doch Leute geben, die davon einen enormen Vorteil haben. Wir sprechen darüber im Augenblick in der Konnotation, dass wir sagen, wir wollen uns nicht belügen lassen, wir wollen die Wahrheit haben. Das ist aus irgendwelchen Gründen besser für uns. Und dann muss es aber doch andere Leute geben in der Welt, die sagen, nee, das ist totaler Quatsch. Ihr wollt belogen werden und wir machen das und wir setzen uns dafür ein, dass ihr belogen werdet. Und daraus haben wir einen enormen Vorteil. Das ist eine ganz tolle Sache. Also sozusagen das, was bisher negativ besprochen worden ist, kann man ja auch aus der Sicht der Täter ganz positiv begreifen, dass man sagt, das ist ein enormer Vorteil. Früher mussten wir Briefe schreiben und die Leute indoktrinieren, es war eine Heidenarbeit und heute mache ich mal mit so einem Boot, zack, zack, habe ich meine Kohle auf dem Konto. Das ist doch super. Haben Sie dazu eine konkrete Frage oder was? Das war ein Statement. Meine Frage dazu noch ist, gibt es auch eine historische Perspektive? Ich meine, das Digitale hat irgendwann angefangen, aber diese Intention, etwas zu tun mit den digitalen Waffen, die gibt es ja wahrscheinlich schon über Jahrhunderte. Und gibt es da vielleicht ein Verhältnis zu der Art und Weise, wie wir in den früheren Jahrhunderten mit Informationen umgegangen sind? Danke. Das ist auch wieder eher eine Frage an den Wissenschaftler, würde ich sagen. Ich bin kein Historiker. Wir sind beide keine Kommunikationshistoriker. Genau. Auch, also. Aber was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man dazu sagen muss, dass all diese Geschehnisse, die jetzt online stattfinden, als solches natürlich auch in der Offline-Welt so per se schon bekannt waren. Also das heißt, wir können zurückgehen ins Römische Reich, wo tatsächlich man sich auf dem Forum getroffen hat und dort entsprechend ganz gezielt auch mit Geld Meinung gekauft hat oder Stimmen gekauft hat. Und dementsprechend ist dort natürlich ganz weit zurückblickend schon hier diese strategische oder der strategische Einsatz von Lügen, Desinformation natürlich kein neues Phänomen, sondern es ist tatsächlich, wenn man so möchte, ein alter Hut. Aber, und das haben Sie ja eben schon gesagt, mit diesem digitalen Waffenarsenal kommen entsprechend neue Möglichkeiten, neue Kommunikationswege entsprechend hinzu. Und die Möglichkeiten sind dort entsprechend natürlich immens groß, das auszunutzen. Ich habe in der Vorbereitung gehört, erste Desinformation Adam und Eva im Prinzip. Wird immer tatsächlich zitiert auch in der Wissenschaft. Und Nero, der Rom angezündet haben soll, weil diejenigen, die das gestreut haben, hatten davon natürlich auch einen politischen Vorteil. Das vielleicht noch so als zwei Nebenbemerkungen. Genau, jetzt machen wir weiter. Sie heben hier sehr ab auf die sogenannten sozialen Netzwerke. Was halten Sie von Google? Kürzlich war in der Frankfurter Rundschau und in der FAZ ein Bericht von Herrn Birkholz von der TU Berlin, der sagte, dass Google alle 9 Minuten von seinen Nutzern Standortbestimmungen macht. Und da das 1 Milliarde sind, sagte er, das benötigt enorme Mengen an Energie, die direkt produziert. Er hob dann allerdings auch darauf ab, dass das natürlich aus primär kommerziellen
Gesichtspunkten gemacht wird, aber auch politisch missbraucht werden kann. Und Herr Kuschinski, zur Datensicherheit. Ich bin Arzt und wenn ich das deutsche Ärzteblatt lesen will, dann muss ich in der Online-Version akzeptieren Cookies, die notwendig sind. Dazu gehört Google und Cookiebot. Ich habe mich deswegen bei der Datenschutzbehörde in Düsseldorf im Februar letzten Jahres, also vor über anderthalb Jahren, beschwert. Ich bekam 3 Monate später ein Schreiben, dass meine Beschwerde zu Recht sei, aber dass wegen der Komplexität die Bearbeitung sich hinzieht. Was soll ich machen? Okay, also Google ist natürlich ebenfalls auch eine Plattform, die mit Algorithmen arbeitet. Und überall, wo Algorithmen im Spiel sind, sind auch Daten im Spiel. Und das bedeutet, dass man auch auf Google Werbeanzeigen schalten kann. Die sehen Sie dann ganz oben eingeblendet. Sie sind dann farblich markiert mit Werbeanzeige oder rechts entsprechend neben Ihren Suchergebnissen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Reihenfolge, die Sie angezeigt bekommen, basierend auf Datenauswertungen. Und diese können manipuliert werden, ganz klar. Das heißt, sogenanntes Suchmaschinenoptimieren, das ist eine Technik, die man anwenden kann, um seine Seite vorne in den Suchergebnissen anzeigen zu lassen. Und, wie wir Menschen so sind, geht jemand weiter als die dritte Seite? Eben nicht. Und deswegen ist auch natürlich eine Möglichkeit, über Google oder andere Suchmaschinen entsprechend hier eine Art Einflussnahme auf eine Meinungsbildung zu machen. Und was wir dazu sagen müssen, diese ist sehr groß, denn wer nutzt Google? Nämlich sehr viel mehr Menschen als beispielsweise auch Social Media nutzen. Das heißt, diese Dimension ist extrem wichtig, dass Sie hier reingebracht haben, weil oftmals Google so ein bisschen immer hinten runterfällt. Was sollen Sie mit Ihrer Datenanfrage machen? Erstens ist es extrem wichtig, dass Sie sich überhaupt beschweren. Diese Funktion kennen viele Menschen gar nicht, dass man sich bei seiner Landesdatenschutzbehörde beschweren kann. Und die Datenlandesschutzbehörden arbeiten nun mal nur aufhin einer Beschwerde. Das heißt, sie werden nicht eigenständig tätig. Und das bedeutet, es ist extrem wichtig, dass man sich an diese Gremien wendet, wenn ein Datenschutzvergehen passiert. Auf der anderen Seite sehen wir, wenn wir mit diesen Regulierern sprechen, große personelle Probleme. Das heißt, diese Menschen, die sind konfrontiert mit Tausenden von Beschwerden und Anfragen und müssen das meist mit einer wirklich überschaubaren Anzahl an Menschen, die dort Zeit und Sachverstand investieren müssen, dann bearbeiten. Und dann ist entsprechend bei uns, wenn wir mit diesen Leuten sprechen, oftmals immer die Sache, dass man sagt, wir haben überhaupt gar nicht die Mittel, um alle Anfragen überhaupt zu verfolgen, nachzuverfolgen und zu ahnden. Und das ist etwas, wo wir beispielsweise im politischen Bereich gesehen haben. Die CDU hatte eine sogenannte Wahlkampf-App, die wurde von einer Cyberaktivistin als solches zugänglich gemacht mit einem sehr simplen Ausmanövrieren. Und sie hat sich dort alle Daten, die über diese Wahlkampf-App sozusagen gespeichert waren, hat sie sich entsprechend runtergeladen. Sie hat das bei der Datenschutzbehörde gemeldet und die Datenschutzbehörde hat am Schluss der CDU eine Strafe von 10.000 Euro gegeben, weil sie entsprechend nicht für die Datensicherheit dann letztlich gesorgt hat. Und dort kann man sehen, dass auch das ein effektives Mittel sein kann. Das andere Mittel ist, Widerspruch einzulegen gegen das entsprechende Datensammeln. Ja, Sie haben die Cookies genannt. Es ist sehr mühsam, auf die Cookies entsprechend draufzugehen und diesen zu widersprechen und die abzulehnen. Es ist aber genauso mühsam natürlich auch, sage ich mal, wenn Sie beispielsweise sich beim Einwohnermeldeamt anmelden, haben Sie die Möglichkeit zu widersprechen, dass Ihre Daten weiterverkauft werden dürfen. Und diese Funktionen, die sind vorhanden, die können Sie sich zunutze machen. Ja, ich habe erst ein Statement zum Thema Medienpräsenz von Lobbyisten. Da gab es noch kein Internet, da haben beispielsweise Lobbyisten ganz gezielt Anzeigen geschaltet und ihre Expertinnen und Experten in den Sendern platziert, in Talkshows, um ganz gezielt zum Beispiel gegen politische Strömungen, Maßnahmen in Richtung Umweltpolitik oder so Meinung zu machen.
Also da braucht man nicht das Internet für. Meine Frage ist, das kann man übrigens bei Lobby Control nachvollziehen, dann kann man das sehr schön transparent, um das mal zu sehen. Meine Frage ist jetzt aus der Sicht von jemandem, der politisch aktiv ist. Wir haben die Wahlkämpfe vor uns. Sie haben eben die Stichworte gebracht, Trusted Messengers und Bots einzusetzen als positive Gegenstrategien. Das hieße dann für mich ganz einfach die Frage, sollten die Parteien dann zunehmend auf Plakatwerbung verzichten und stattdessen sich im Internet mit guten Experten umtun, die dann also Trusted Messenger Botschaften schicken, um halt die Politik, die sie vertreten, deutlicher mal zu machen und dagegen zu halten, was jetzt beispielsweise von den Rechten kommt. Das sind Fragen für den politischen Kommunikationswissenschaftler. Du musst das tun für deine vielleicht heute. Ganz kurz, bevor du die Frage beantwortest, Simon, würde ich sagen, machen wir danach auch erstmal wieder einen Cut, weil ich noch ein paar Themen auf dem Zettel habe und den André Wessel auch nochmal dazu nehmen will. Aber Simon, jetzt gerne du. Ja, also das werden wir von Parteien auch gefragt. Brauchen wir das Wahlplakat noch? Das heißt, das Wahlplakat hat eine ganz spezifische Funktion, nämlich die Gesellschaft als solches darauf aufmerksam zu machen, dass eine Wahl kommt. Und dementsprechend können wir, wenn wir über andere, also Trusted Messenger oder eventuell Bots sprechen, auch hier von anderen Zielen sprechen. Es bedeutet aber nicht, dass wenn wir eine neue Möglichkeit haben, eine alte zwangsläufig dann ausblenden müssen, sondern es ist dann die Frage, wie sie die Zeit, das Personal und das Geld, was sie zur Verfügung haben, strategisch so einsetzen, dass die Parteien entsprechend dann eine effektive Kommunikation mit unterschiedlichen Zielsetzungen auf den verschiedenen Kommunikationspfaden dann letztlich gehen. Und das ist entsprechend, brechen wir es jetzt mal wieder runter, auf TikTok, wenn man dort entsprechend nicht aktiv ist, dann lässt man außer Acht, dass dort junge Menschen primär gerade sozusagen dort sind und, weil sie es angesprochen haben, die AfD ist nun mal eine Partei, die das Internet mit ihrer Gründung in ihre Parteiorganisation aufgenommen hat und strategisch von vornherein mitgedacht hat. Und dementsprechend ist die AfD auch auf diesen sozialen Netzwerken erfolgreich. Das bedeutet, dass die AfD sehr schnell wieder auf TikTok unterwegs gewesen ist und diesen Kommunikationsraum entsprechend für sich hatte. Und dort ist es im Grunde wieder so, dass die traditionellen oder die etablierten Parteien jetzt zu spät in Anführungszeichen wieder darauf reagieren müssen und auf diese Plattform entsprechend draufgehen müssen. Das heißt, es wird überhastet gemacht, das wird ohne Strategie gemacht. Hauptsache, man ist eben dort. Und das ist eben nicht erfolgsführend. Und dementsprechend ist es sozusagen immer auch mein Rat an die Parteien, nutzen Sie die vorhandenen Ressourcen so, dass Sie Ihre Zielsetzungen entsprechend am besten dann ausführen können. Ob das mit Bots funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Das heißt, hier als solches sehen wir auch, dass wir Menschen, wenn wir als solches mit anderen Menschen kommunizieren, dort deutlich stärkere Vertrauenseffekte sehen, diesen eher auch glauben, als beispielsweise einer Maschine. Und dementsprechend ist da ein großes Fragezeichen auch hinter die Möglichkeiten, wie authentisch wirkt denn so ein Bot-Account, wie gut kann er denn überhaupt als solches auf die entsprechenden Kommunikate reagieren. Und das heißt, dort entsprechend auch nochmal so einen Mythos rauszunehmen, ein Social Bot als solches ist laut aktueller Form nicht stark in der Lage, authentisch zu wirken und wie ein Mensch oder ähnlich wie ein Mensch zu kommunizieren. Das kann in Zukunft durch künstliche Intelligenz sehr schnell anders werden, aber ist es dennoch absolut zum jetzigen Zeitpunkt limitiert. Ich bin gerade hängen geblieben beim Thema unvorbereitet auf soziale Netzwerke gehen. Ich glaube, es war vor ein paar Monaten, als Karl Lauterbach in einer Talkshow live seinen TikTok-Account eingerichtet und auch direkt den ersten Post abgesetzt hat. Also das wäre dann was, wo man wahrscheinlich abraten würde. Gut, aber dass es nochmal Öffentlichkeit wirksam genutzt hat. Naja. Du erinnerst dich dran, ne? Also ich erinnere mich dran. Ich erinnere mich auch an eine TikTok-Story über Olaf Scholzes Aktentasche, die ich auch nur mäßig interessant fand, aber irgendwie ist sie hängen geblieben.
André, lass uns nochmal über das Thema Regulierung reden. Weil, wie gesagt, ich hatte das ja eben schon angesprochen, sind wir wirklich komplett selbst dafür verantwortlich zu entscheiden, was stimmt und was nicht, gerade wenn wir über Desinformation reden. Ich würde direkt mal mit einem Beispiel ansteigen. Ich hatte es ja eben schon gesagt, Corona-Zeit war ein ganz großes Thema, was Desinformation anging. Und es gab in der Corona-Zeit auf Facebook das Löschen von, ich glaube, Beiträgen, die die sogenannte Labortheorie erwähnt haben. Also es gab ja irgendwie die Überlegung, okay, vielleicht kommt dieses Coronavirus nicht aus der Natur, sondern aus einem Labor in Wuhan. Und das war zwischenzeitlich mal so verpönt, dass Facebook angefangen hat, Beiträge zu löschen. Später stellte sich dann heraus, auch nach einem CIA-Bericht, naja, könnte möglicherweise doch sein, dass das so war. Und dann hat Facebook damit wieder aufgehört. Zeigt so ein Beispiel schon, warum Regulierung eigentlich ganz schwierig ist? Es ist ein sehr schwieriges Feld auf jeden Fall, aber wir haben uns ja zumindest auf den Weg gemacht jetzt. Ne? Wir haben ja seit einer Weile den Digital Services Act, also das Gesetz über die digitalen Dienste in der EU und auch in Deutschland gültig. Und da sind ja die sozialen Medien, die Plattformen, die großen zumindest aufgerufen, Maßnahmen zu ergreifen, Möglichkeiten auch, was du vorhin erwähnt hast, ganz wichtig, man muss die Möglichkeiten halt nutzen, also melden, wenn man was sieht. Und dann sind die jetzt inzwischen auch dazu angehalten, zu reagieren und da entsprechend mit umzugehen. Aber grundsätzlich ist es natürlich einfach sehr, sehr schwierig, da regulierend einzugreifen, auch von gesetzlicher Seite her, weil die Definition von Desinformation dann eben auch schon wieder nicht unbedingt eindeutig ist und je nach Perspektive, also man kann da nicht einfach sagen, oh, ich habe hier eine Desinformation gelesen, löscht das bitte, sondern es muss ja eigentlich ein illegaler Inhalt sein, der gelöscht wird. Und da ist schon nochmal eine große Lücke dazwischen und eine Illegalität muss man dann erstmal nachweisen können, natürlich auch juristisch sauber überprüfen lassen. Und das ist natürlich, sind große Hürden, die dann noch zu nehmen sind. Aber wir haben uns zumindest auf den Weg gemacht. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Herausforderungen und man stößt tatsächlich immer an Grenzen, wenn man Inhalte regulieren möchte. Ein wichtiger Punkt ist wirklich, dass wir oftmals auch unterschätzen, dass im Grunde viele Dinge, die wir sagen, die auch Desinformation beinhalten, vom Gesetzgeber geschützt sind. Also das heißt, Meinungsfreiheit als solches ist ein immens wichtiges und gutes und auch für eine Gesellschaft und eine Demokratie starkes Gut. Und dort hat der Gesetzgeber natürlich dafür gesorgt, dass diese Meinungsfreiheit auch einen sehr weiten Raum hat. Und dementsprechend ist es schwierig, Regulierungen auf Basis von Inhalten zu machen. Aber es gibt jetzt schon die Regulierung, nämlich genau, dass man strafbaren Inhalt, nämlich Schaden, Verbrechen, Verleumdung, dass diese auch schon etliche Jahre natürlich ahndbar sind, auch offline. Und dementsprechend ist hier eine starke gesellschaftliche Debatte natürlich darüber, was und wie soll Meinungsfreiheit, das sind wir jetzt beim Thema auch natürlich, entsprechend geschützt werden. Und aus unserer Perspektive, wenn wir beispielsweise über Polarisierung sprechen, der Gesellschaft, nämlich so das Aneinanderreiben von unterschiedlichen gegensätzlichen Positionen, dann sehen wir darin überhaupt gar keine Problematik, sondern es wird zu einer Problematik, wenn die sogenannte affektive Polarisierung einsetzt, nämlich dann, wenn wir vom Gegenüber, nämlich dann als so eine Art Straftat oder aber dann in eine Wut, in eine emotionale Reaktion oder in ein komplettes Abschotten und bis hin zu Morddrohungen gehen. Das heißt, die gegensätzliche Position, diese führt bei der affektiven Polarisierung dazu, dass es eine komplette Ablehnung gibt und ein Diskurs und ein offener Austausch dann überhaupt gar nicht mehr stattfinden kann. Egal, ob am Schluss dann immer noch bei seiner Meinung geblieben wird oder eben nicht. Und dort ist es für uns aus der Perspektive wichtig, dass diese Polarisierung stattfinden kann. In der Demokratie leben wir, dass Meinungen ausgetauscht werden können und entsprechend auch gesagt werden können, aber sie dürfen entsprechend nicht dazu führen, dass wir Strafbares, was gesagt wird, entsprechend dann auch in dieser affektiven Polarisierung dann letztlich das normale Miteinander bestimmt. Da sind wir im Prinzip schon bei einem Ausblick und den würde ich jetzt zum Abschluss auch noch machen, André, wenn wir so in die mittelbare Zukunft gucken, in die nächsten 10, 20 Jahre.
Wie würdest du das erwarten, wie sich die Rolle von Desinformation, von Meinungsbildung im Netz verändern wird? Also wenn man uns so zuhört, könnte man ja sagen, es wird alles immer schlimmer. Auf der anderen Seite haben wir ja schon mehrfach darauf hingewiesen, möglicherweise auch nicht, weil auch da gibt es das Schlagwort KI hier noch in den Raum zu werfen, natürlich nicht nur die Möglichkeit der Beeinflussung, sondern auch die Möglichkeit des Fact-Checking. Was kommt da auf uns zu? Ja, also ich möchte da auch nicht allzu dystopisch klingen, aber ich bin auch nicht allzu optimistisch, muss ich sagen, vom jetzigen Standpunkt her, vom jetzigen Zeitpunkt, den wir jetzt halt gerade erleben, weil eben, wie gesagt, die politische Regulierung noch nicht so weit vorangeschritten ist, natürlich auch ein sehr schwieriges Thema ist, aber da vielleicht noch einiges passieren kann. Wir haben auch immer noch ein großes Defizit in der Förderung von Medienkompetenz innerhalb der Bevölkerung. Das muss eigentlich nach meiner Sicht schon in der Kindheit beginnen und bis zum späten Alter anhalten. Die Leute müssen sich dessen bewusst sein, dass sie auch selbst immer dazulernen müssen und sich mit den Dingen beschäftigen, auch nicht nur erwarten, dass das von außen an sie herangetragen wird. Aber natürlich muss auch da der Staat rein und muss das in der formalen Ausbildung, also Schule, Studium und so weiter, stärker mitdenken und dann auch in einer anderen Form als vielleicht nur durch so einen Medienkompetenzrahmen, der den Lehrern und Lehrerinnen hingelegt wird und gesagt wird, ja, macht das mal so nebenbei bitte alle in euren Fächern, sondern da muss man anders ran. Nicht nur was Desinformation angeht, sondern eben auch bei Themen wie KI oder eben generell dem Umgang mit digitalen Medien, mit sozialen Medien, weil das eben sehr, sehr viel verändert und wenn man viel mit Jugendlichen zu tun hat, stellt man eben fest, was für ein dominanter Lebensteil das ist und dass wir junge Menschen nach wie vor mehr oder weniger unvorbereitet in diese Welt hineinschubsen und lassen, ist eigentlich ein großer Frevel und unverantwortlich, dass das immer noch so passiert. Also wir hatten jetzt Stichwort Medienkompetenz muss dazu, politische Regulierung muss dazu und natürlich braucht es auch noch mehr Werkzeuge, die wir anwenden können, also wie zum Beispiel im Rahmen von Fact-Checking. Und ob es da in der Richtung was geben wird, dass uns dann auch mit künstlicher Intelligenz oder algorithmischen Entscheidungssystemen, wie man es auch nennen kann, da mehr hilft und besser unterstützt und die Arbeit nicht komplett bei uns lässt, das bleibt zu hoffen. Aber bisher sehen wir das ja noch nicht in der Form, die uns dann im Alltag, wenn wir mit, also du hattest vorhin ein paar Sachen genannt, Bildung, Medienkompetenz auch, was uns selber vielleicht vorschützt, auf Desinformation hereinzufallen, in Anführungszeichen. Ich würde schon auch noch Intuition einfach mit dazu nehmen, ne, oder was man auch gesunden Menschenverstand nennt, dann einfach die bewährten Mechanismen, die bewährten Methoden anzuwenden, wenn einem was seltsam vorkommt, aber es gibt eben auch strukturell benachteiligte Milieus in unserer Gesellschaft, die sowas auch nicht lernen und die mit solchen Werkzeugen eben nicht in Berührung kommen. Und deswegen muss das eigentlich strukturell in unser Bildungssystem rein, dass das einfach für jeden auch etwas ist, mit dem er sich zwangsweise mal beschäftigen muss, zumindest für eine gewisse Zeit. Gut, dass du das mit den Strukturen noch gesagt hast, sonst hätte ich jetzt gesagt, 90 Minuten diskutiert und wir enden beim gesunden Menschenverstand. Aber nein, das ist natürlich nur ein Teilaspekt. Es ist 8:30. Mir bleibt nur vielen Dank zu sagen an Simon Kroschinski, an André Wessel, auch an David Krützkamp, auch an Sie alle im Publikum fürs aufmerksame Zuhören, fürs Mitdiskutieren. Wir sind noch einen Moment da, wenn Sie noch weitere Fragen haben, stellen Sie die gerne. Herzlichen Dank an Kerstin Ortmann fürs Mikrofon rumreichen und die Gastgeberschaft. Schön, dass Sie alle da waren. Machen Sie sich noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön.